Und wieder eine neue Erkenntnis. Und ich frage mich, wisst ihr Eltern eigentlich, dass ihr den drei Interessengruppen total den Ball zuspielt? Also zum einen die P-Punkt. Ich kann es nicht aussprechen. Übrigens mein Account von Instagram, ja, El Michaela wurde gesperrt mit über 50.000 Followern. Ich bin jetzt unter El Michaela 2.0 zu finden. Aufklärung ist übrigens nicht gewollt. Also die Interessengruppe Nummer 1 sind die P-Punkts. Die zweite Interessengruppe ist die Pharmaindustrie und die dritte ist die Politik. Und hast du morgens deinem Kind schon die Vorbereitung gegeben, damit es manipuliert wird? Wovon ich spreche? Von Fluorid. Fluorid ist nachweislich, ja, ein Rattengift gewesen. Fluoridierte Zähne helfen deinen Kindern übrigens nicht. Und interessant ist, dass man herausgefunden hat, dass es ADHS auslöst. Noch spannender ist Demenz. Jeder Demente hat im Kopf Aluminium. Aluminium und Fluorid verbinden sich und zerstören sozusagen den Hippocampus. Den Hippocampus brauchst du übrigens, um eigene Entscheidungen zu treffen und auch sinnvolle Entscheidungen und zu hinterfragen. Also, Fluorid macht übrigens eure Kinder vorpubertär. Freuen sich also die P-Punkts, wenn sie dann schon unter 10 so reif sind, dass sie gerne, also ihr wisst schon, haben wollen, ja? Das heißt also die P-Punkts. Und das ist alles so perfide und so einfach. Verstehst du, du musst nur dafür sorgen, dass die Eltern den Kindern Fluoride ins Salz, also ne, fluoridiertes Salz ins Essen tun, Zahnpasta oben drauf geht schön in die Schleimhäute rein, das Wasser noch mit Fluorid verseucht. Volle Punktzahl, Leute. Dann noch schön ne, rein, da ist schön viel Vexin, Verstärker, Aluminium. Und die beiden verbinden sich miteinander, setzen sich im Kopf ab. Und die Dementen fragen sich, wo die Demenz eigentlich herkommt. Also wenn du Schwierigkeiten hast, dir viel merken zu können und Entscheidungen nicht treffen zu können, solltest du dich mal fragen, wie viel Fluorid und wie viel Aluminium du schon konsumierst oder jeden Tag weiter konsumierst.